Siehst du, deswegen komme ich da auch immer nie hin, weil das von uns, also Holtermann ist von mir aus halbe Stunde entfernt. Und ja, es ist wirklich viel weiter in Deutschland weg, kannst du nicht sein von der Messe. So, habt ihr Lust, euch noch was anzugucken? Ich habe schon ein bisschen vorgeguckt, aber ich habe mir gedacht, Teil 4 bei Holtermann gucken wir uns mal zusammen an. Mal sehen, was es da gibt. Grüß Gott. Hi Jupp. Ja? Moin. Schön, dass du Zeit für mich nimmst. Sag mir noch mal, wo muss ich hingucken? Dahin oder dahin? Ist mir egal. Gut. Da schaust du zu den Leuten und hier zu mir. Alles klar. Moin. Aha. Moin. Eine Kombination. Ja. Hast was Neues? Klar. Soll ich zeigen? Ja? Wie machen wir das jetzt? Nimmst du das Ding mit oder soll ich das herholen? Oder? Es wäre nett, wenn wir das Ding, weil sonst muss ich hier ummontieren. Alles klar. Ich habe es noch nicht gesehen, ne? Aber ich bin mal gespannt, ob sie meine Erfindung, ich habe beinahe gesagt. Vor Jahren habe ich mal probiert mit denen, es gibt ja nur ein paar Hersteller, die Segeberger Sachen drucken können. Und drucken, pressen, ne? Hier Formen dafür haben, um Segeberger Sachen zu machen. Und ich habe mich mal darum bemüht, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, Doppelvölker zu führen. Also sprich fünf Wabenkästen anderthalb, Deutsch normal anderthalb, nebeneinander, die zusammen dann eine Ganzzahl ergeben, sodass du 2 mal 5 Waben anderthalb führen kannst, Absperrgitter und dann zusammen genutzte Honigräume da drauf. Habe ich mich mal probiert, mit denjenigen, die pressen können, auseinanderzusetzen und keiner ist drauf angesprungen, haben alle gesagt, nee, ist zu teuer, so eine Form kostet 30.000 Euro, lohnt sich nicht. Ich habe mir den ganzen Kram dann in Holz gebaut und habe das ein, 2 Jahre gemacht. Also ich habe die Kästen heute noch, ne, aber ich mache das relativ selten, dass ich da irgendwie noch Honigräume oben drauf setze. Aber irgendwann ist das Zeug tatsächlich mal rausgekommen. Ja, gespannt, ob er das zeigt. Kriegen wir hin, pass auf. Also, Velutina ist ja in aller Munde, Ja? ne? Kennt ihr ja, kennst du ja auch. Ja? Und wir haben fürs 82er Twist-Off-Glas haben wir halt einen Deckel gemacht, weil das 82er Glas ist halt in Deutschland eben stark verbreitet. Standard. Das 100er, das gibt es ja bei uns in Deutschland nicht so viel, also das 82er. Und das ist der Deckel und der passt auf jedes Twist-Off-Glas drauf, auch auf die höheren Gläser. Ah, okay. Ne? So, und das ist eine Lebendfalle, das ist wichtig, eine Lebendselektivfalle. Es wird nett, weil ich sehe jetzt, da ist ein Schwamm drin. Genau. Also es ist nicht so, dass man hier die Flüssigkeit auffüllt. Der Schwamm ist dafür da, dass die Tiere nicht ertrinken. Genau, also im Prinzip ist der Schwamm das Lockmittel. Nein, das Lockmittel kommt rein, das ist eine Flüssigkeit. Ja, aber das nimmt der Schwamm auf, Das nimmt oder? der Schwamm auf, Genau. aber der Schwamm ist wirklich dafür da, dass die Tiere nicht ertrinken. Genau. Genau. Und was macht man dann hinterher damit? Hast du so ein Glas mit 20, 50 Wespen da drinne? Oder Hornissen oder was auch immer man da noch alles mitfängt? Und durch die verschiedenen Öffnungen kann die Capro entfliehen und eben auch die kleineren Insekten können entfliehen. Okay. Und dass du also wirklich selektiv die Velutina Nur fängst. die Velutina bleibt dann Sehr drin. einfach gelöst. Sehr einfach. Und so sieht's aus. Haben mittlerweile mehr in Deutschland gesehen, wie sie je gewünscht war. So ist es. Ja. Dann hast du aber immer noch da drin, ne? Na gut, die anderen können dann lebend wieder raus. Also sie kommt schneller wie gedacht. Ja. Sie breitet sich rapide aus. Und das ist halt so ein kleines Acrylmodell Ja. mit der Velutina, dass man sich die angucken kann, dass man auch erkennen kann, was ist der Unterschied zur europäischen Hornisse. Und die haben wir eben auch mit, also das wird gefragt. Die Artikel werden gefragt, auch das wird gefragt. Also man kann auch jetzt das zur Modell kaufen. Ja, genau. Also nur, damit wir das nochmal Ja. verstanden haben. Also Velutina-Modell in Acrylglas. okay. Ne? Das haben wir da reingepackt, damit man das erkennen kann. Ah, das Ne? ist aber nicht mal dumm. Weil so kann man im Prinzip, wenn man sich jetzt sowas kauft, gleich sowas mit dazu nehmen, Ja. dann kann man es gleich direkt bestimmen im Genau, Prinzip. richtig, richtig. Hat er recht. Ist nicht dumm, ne? Also. Nicht dumm. Wobei, habt ihr den Artikel in der Taz gelesen? Alter Walter, ne? Ich habe den auf Instagram geteilt. Müsst ihr da nochmal gucken, aber ich guck mal schnell, ob ich den finde.
die asiatische Hornisse ist halb so wild. Ja, ist ein interessanter Artikel. So kann man mal lesen, wenn ihr mal ruhige 5 Minuten habt. Kleinigkeiten, aber es ist halt wichtig, ne? Ja? Ja, okay. So, dann natürlich auch Wärmehaltung im Bienenkasten ist ja eh ein Thema. Klima? Und Klima, genau. Gibt Da muss er lachen. es ja verschiedene Ansätze, verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ja? Und wir haben also jetzt die Thermofolie in verschiedenen Ja? Größen, passend für unsere gängigen Bienenkästen. Als wenn du diese Folie mit meinem Deckel kombinierst, dann wird's gut. Super, dann machen Sehr wir gut das sogar. doch. Nee, ehrlich, also ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin ja auf dieses Thema mal seit 25 Jahren bin ich ja spezialisiert. Ja. Und nicht nur bei den Bienen, sondern halt allgemein. Ich pack's mal wieder weg. Ja? Also auf alles drum und dran. Und jetzt war es ja so, dass die Leute zum Beispiel so eine Folie oder eine Dämmung großflächig aufgelegt haben. Ja. Und haben im Prinzip dieses Problem ein bisschen verlagert. Ja. Für die Bienen war es schon ein Tick besser, aber das Potenzial, was da noch drinsteckt, was man noch verbessern könnte, kann man eigentlich sehr, sehr einfach nochmal rausholen, indem dass man dieses Überschüssige, dieses Kondensat rausholt. Und mit einem Wärmetauscher-Effekt, also sprich die Energie, also wenn du und ich oder jedes Lebewesen, wenn wir schwitzen, dann gehen wir ja, das, was die Feuchtigkeit auf unserer Haut ist, verdunstet. Kühlt uns als Organismus ab, geht aber dann in die Atmosphäre mit unserer Energie, also in die Luft. Und da, wo das wieder flüssig wird, geht die Energie also es wird warm. Und den Effekt kann man ganz leicht wieder, man kann den Wärmeverlust, was erfolgt durch die Verdunstung hat, kann man rückgewinnen. Das ist ja das, was ich gemacht habe. Ja. Ist ein schlauer Junge, ne? Ich habe diese Folien, habe ich vor Jahren mal bei den Amis gesehen und habe mir dann auch Trittschalldämmung, ne? Das ist ja irgendwie billigste Trittschalldämmung, was die Amis benutzen. Habe ich mir dann auch bestellt und damit ausprobiert. Und das ist gut, ne? Also ist wirklich, kannst du nach 2, 3 Jahren kannst du die leider wegschmeißen. Hält nicht ganz so lange wie andere Folie, aber mal, ist eine gute Sache. Ob es jetzt die teuerste sein muss, muss man selber wissen. Aber schon nicht verkehrt. Ich habe es auch mit Stofftüchern und so probiert, ne? So hier, wer macht denn das? Das macht. Oh. Auch so ein englischer, nicht englischer, so ein amerikanischer YouTube-Kanal von so einem Institut. Die machen das immer mit so Leinentüchern und so. Das habe ich auch mal probiert. Das auch nicht so schlecht, aber die Dinger nehmen unter bestimmten Situationen, nehmen die echt Feuchtigkeit auf, ne? Also die brauchen ein bisschen, bis die dann propolytisiert sind und so. Dann sind die ganz gut. Aber da muss man natürlich auch irgendwie Bio-Zeug und sowas nehmen. Da willst du ja nicht, dass da irgendwelche Färbstoffe da dann rein diffundieren. Ah, ich weiß. Ja? Ich weiß. Du hattest mich nach neuen Artikeln gefragt, dann Ja? wollte ich das eben einmal Nee, zeigen. also deswegen ist es ganz gut, weil ich habe auch gezeigt, ich habe auf meinem Kanal ja auch gezeigt, ich weiß nicht, ob du es siehst, wie man mit dem hier, mit so einem, also auf einer Sägeberger, weil oftmals wird ja auch gesagt, in der Sägeberger mit einem Klimadeckel und. Du hast theoretisch die Produkte ja schon. Bitte? Wenn man das jetzt zum Beispiel nicht großflächig auflegt, sondern umschlägt, ums Erfolg, also man lässt auf der Seite den Spalt und dann mit so einem Deckel arbeitet, dann hat man wirklich einen sehr, 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 sehr guten Effekt. Und das habe jetzt ich, Und das glaube ist ja das Gute, die Aufklärung wird gemacht, sie ist da Genau. und die positiven Rückmeldungen kommen und das ist auch das, was wir ja letzten Endes Genau. brauchen. Ne? Das ist. Und wichtig ist Ich halt, pack dass das man. mal wieder Ja. weg. Also haben wir auch auf Rolle. Ja. Wichtig ist, dass man das System dahinter versteht, Ja. was da vorgeht in so einem Bienenvolk. Und wenn man das dann kombiniert, dann Ja. ist es extrem. Also ich habe das auch gezeigt mit Temperaturfühlern. Wir haben da wirklich zwischen 6 und 8 Grad Temperaturunterschied, obwohl man eigentlich. 6 bis 8 Grad, krass, oder? Ich glaube, ich muss Job mal zum Interview einladen. Gar nicht mehr gedämmt haben. Ja, ich habe das verfolgt und ich gebe dir da auch recht. Ja?
So, und wir bieten eben Handwerkszeug an, dass der Kunde sich das selbst machen kann. Ja. Und die ganze Entwicklung geht ja auch weiter. Und da kann ich dir auf jeden Fall in Aussicht stellen, dass wir diese Artikel auch handeln werden. Ja? Ne? Also das passt soweit. Oh. Gut. Nee, also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. In die richtige Richtung, oder? Ich hoffe. Sorry. Weil wir haben ja zwei große Vorteile in den ganzen Systemen. Das Material hält länger, unsere Biene geht es besser. Also es ist ja Gewinn eigentlich an jeder Seite. So ist es. So, den kenne ich nicht. Der ist nämlich neu. Wir haben letztes Jahr hatten wir verschiedene Velutina-Berater hier am Stand und da wurde uns herangetragen, das ist der klassische Kunststoff-Fluglochschieber, den es ja schon seit Jahren gibt. Ja. Ist ja eine italienische Idee und den gibt es ja in der Standardgröße. Man kann sich das dann auf den Bienenkasten kürzen. Und es gab aber noch keinen Velutina-Schieber. Das heißt also, wo ich da ein 5,5 mm Loch habe, so wie hier, dafür haben wir ein neues Werkzeug gebaut. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Was ist denn ein Velutina-Schieber? Und damit man ihn erkennen kann, hat er halt lila als Farbe bekommen. Der klassische Kunststoff-Fluglochschieber hat die Jahresfarben und der ist also lila, weil man ihn ja auch nur in einem bestimmten Zeitraum einsetzt. Das heißt, Bienendrohnen passen noch nicht über 5,5 mm. Würde mich jetzt wundern, aber okay. Im Bienenkasten. Und ich kann ihn auch umdrehen natürlich zur Belüftung. Also Wanderlüftungsgitter. Also Velutina-Fluglochschieber. Ja? Neu, es gibt es ja erst seit einer Woche. Das Werkzeug ist gerade fertig geworden. Ne? Und so etwas produzieren wir ja selbst. Wir machen ja eigenen Kunststoffspritzguss, wir haben eine eigene Edelstahlverarbeitung, eine eigene Holzverarbeitung. Krass. Und wir sind eben klassischerweise Hersteller der Styropor-Bienenkästen. Mhm. Und wenn du mal nach Norddeutschland kommst, bist du herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Wir sind ja gar nicht so weit weg. Guck mal, wenn du da auf die Karte guckst. Ja, ihr seid am anderen Ende der Welt. Naja, Siehst du, deswegen komme ich da auch immer nie hin, weil das von uns, also Holtermann ist von mir aus eine halbe Stunde entfernt. Und ja, es ist wirklich viel weiter in Deutschland weg, kannst du nicht sein von der Messe. Zwischen Hamburg und Bremen, ne? Ja, ist von uns, also wir fahren 8 Stunden. Ja. Wenn sie gut durchheizt, 8 Stunden. Sag ich ja, ist ja nicht so weit. Ja, aber wenn wir mal raufkommen, ja, sehr gerne. Würde ich mich anmelden. Ja. Und das gilt letzten Endes für alle Kunden und Interessierte. Wir haben ja ein Ladengeschäft, wir haben Öffnungszeiten und da kann man sich das alles bei uns anschauen. Ich blende die Adresse. Schön. Ja? Super. Ich sag danke. Gerne. Willst du einen haben? Bitte. Danke. So läuft das. Ja, so läuft das. Ja, wenn's mal schon sowas. Frage, ich mache wieder Weihnachtsverlosung. Jetzt geht's los. Jetzt. Die Madame ist auch schon da und lacht. Hallo, moin. Hast du was für mich? Klar, guck ich gleich mal nach. Also es pressiert nicht. Ja. Ich wäre bis Sonntag da und ich habe auch eine Versandadresse. Donnerwetter. Das ist ja total praktisch. Ja. Nee, wäre super. Ach, zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Darf ich Ihnen kurz zeigen? Ja, natürlich. Ja? Läuft. Nochmal vielleicht was zu Weihnachten. Das ist wirklich gut. Ja, also einmal 365 Fragen zu Bienen. Das ist richtig gut. Das hatten wir letztes Jahr auch schon. Das ist ein tolles Buch. Das kommt gut an. Sehr, sehr spannend. Kennt das jemand? Was ist da drin? 365 Fragen zu Bienen. Von also, legst du dir meine Hand? Also das hier, wer das nicht kennt, das ist wirklich spannend. Also. Und für unsere kleineren Gäste ein kleines, nettes Bienenbuch. Oh. Und ich glaube, das ist auch sehr preiswert. 4,90 €. Das ist wirklich preiswert. Aber ich gucke noch mal eben schnell. Kleinen Moment. 1 Euro brauche ich mehr, 5,90 €. Ah, okay. Also, ja, aber jetzt trotzdem nicht. Zwei Bücher, ne, vielleicht zu Weihnachten. Also das ist coole Idee. Als Weihnachtsgeschenk wirklich, ja. Das, weil ich habe das selbst. Ja. Das ist wirklich sehr spannend. Da sind auch Sachen drin, die man zwar weiß, aber gar nicht so bewusst. Ja. Ja. Und wenn du das sagst, dann ist das ein Lob. Naja, aber es ist wirklich, also ich war überrascht, ich habe es letztes Jahr. Jetzt muss ich ja gleich mal gucken. 365 Fragen Bienen. Olaf Lüdemann. Okay. Kannst du auch nichts sagen, ne? Schon ganz andere Bücher. Schon ganz andere Preise für Bücher bezahlt. Ja, schön. Vielleicht für den einen oder anderen was zu Weihnachten, ne?
Was soll man Imkern sonst schenken? Da habe ich es ja entdeckt und ich dachte mir wirklich brutal. Also vor allem, ich finde sogar, das ist was für Nicht-Imker. Ja. Also das ist auch was für einfach Natur- und Bieneninteressierte. Ist das ja. Super. Eine Sache ist mir noch eben eingefallen. Ja. Gut, dass du noch nicht weg bist. Und zwar, ich wollte noch einmal dir die Transporter erzählen oder erklären. Apinor Transporter, wenn du mal guckst, ich zeig einfach mal ein. So sieht er aus. Hat unten Rollen zum Rollen. Hat hier Vertiefung, dass ich die übereinander stapeln kann. Weißt du, was mir gleich ganz gut gefällt? Na? Ich habe letztes Jahr bin ich aufgeklärt worden von einem Spritzgusshersteller, wo er Kunststoffdinger hat. Ja. Weil normal gibt es ja die durchsichtig. Ja. Und ich habe mich immer geärgert, weil die sehr schnell brechen. Ja. Und jetzt weiß ich, dass die durchsichtigen gar nicht so gut sind. Mhm. Mhm. Dass wenn sie also nicht durchsichtig sind, wesentlich länger halten und nicht brechen. Und stabiler, ne? Ja. Genau. Wusste ich nicht. Also umso klarer. Wusste ich auch nicht. Krass. Aber ansonsten, ich meine, sehen die jetzt aus wie normale Kunststoffkästen, die man so kaufen kann, oder? Oder ist da jetzt irgendwas Imker-spezifisches? Ich meine, vielleicht macht er jetzt auf und dann kannst du da Rähmchen reinhängen oder so, aber gucken wir mal. Das ist, umso leichter brennt. So, also uns ist ja nicht durchsichtig, ja schon mal gut. Ja. Und gucken wir mal rein. Sonst hätte ich wirklich gemeckert. Ja, Gott sei Dank. So, dann, das ist eben, wir haben einen eigenen Werkzeugbau gemacht und haben eben ein Werkzeug dafür gebaut. Sag das ja. Ist sowohl für Zander-Rähmchen ja, als auch für Normalmaß-Rähmchen. Das heißt, einmal so. Wir haben hier die Abstände drin. Und dann passt der Dant auch hier. Ja. Der Dant sind die da unten. Ja, aber halb der Dant würde jetzt das hier auch passen. Das ist der da. Ah, okay, ist der. Ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera das sieht, bisschen tiefer. Ja, das geht schon. Also, Normalmaß Zander haben wir in drei Größen. Für Standard Normalmaß Zander, für Flachrähmchen 159er und für anderthalb. Ja, kriegst du eigentlich alles unter. Guck mal, das ist anderthalb hier, das hohe. So, Preis. Das ist bei Normalmaß. Und die gleiche Logik haben wir auch für Dadat US und Dadat. Wie heißen die? Was ist der Preis? Aufbewahrungsboxen? Nee. Schade. Boxen. Durchsichtige. Imkerboxen. Ah, guck mal hier. Ah, gibt's irgendwie online nicht, wa? Schade, hätte mich ja mal interessiert, aber. Naja, vielleicht sagt er es noch. Gucken wir mal. Da dann Platz. Okay. Ja, also sowohl für Honigraumrähmchen, das ist ja dann nur so eine, und eben für die Brutraumrähmchen. Okay, also ihr habt sehr viele große Bandbreite im Prinzip. Ihr habt eigentlich fast für alle Rähmchen dann, oder? Ja, Normalmaß, Zander, Dadat US, Dadat Blatt, sowohl Honigraum als auch Brutraum. Aber ernsthaft, wenn ihr schaut und ihr kauft sie, umso durchsichtiger die sind, umso leichter brechen sie. Und ich schaue da mittlerweile schon drauf und es ist wirklich so, seitdem habe ich kein Problem, weil bei mir sind sie immer dann hier gerissen. Ja. Ich weiß, aber also, genau warum, weiß ich nicht. Ja, aber dann habe ich auch schon mal eine Idee für deine Tombola, oder? Ja. Siehst du? Also, so kommen wir weiter. Alles klar, Juf, danke super dir. Super zum Verschicken. Horido, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Michi. So. Wir haben am neuen Stand aus. Vom Varroa Resistenzraum. Ja. Da, also man kriegt. Mal gucken, ob es sich diesmal Mühe gibt, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe Michi im Sommer besucht und habe bei ihm im Verein einen Vortrag gehalten über Ernährung für Honigbienen und so weiter. Das ist ein super netter Kerl, ne? Also war richtig, hat Spaß gebracht. Sehr gastfreundlich gewesen, war sehr gut. Jetzt, wenn man als Mitglied dazu geht, jeder Tätowierung. Ja, das ist so binden wir unsere Mitglieder. Also das muss man einfach mal sagen, weil man muss ja zu der Sache committen und dann. Ja, das ist einfach, und dann kommen auch noch andere Sprüche drauf, dass ja keiner andere mehr nimmt. Ja, so schaut's aus. Ne? Also das kann man nicht übertätowieren, da kannst du keinen anderen Verband hinmachen. Es ist wirklich eine verdammt gute Lösung. Ehrlich, das haut hier. Wie läuft's? Super, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, noch mehr los fast wie letztes Jahr. Geht eigentlich gar nicht.
Ja. In unserer Kurve hinten sammelt sich eigentlich alles. Es ist schön, dass die Verbände alle beieinander sind. Und durch den Stau kommt man auch nur ins Raschen. Ja. Also das ist ja, ich komm. Wenn ich übersetzen soll, sagt ihr Bescheid, ne? Nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Also, es ist wieder zwei. Es ist. Der Tag ist immer einfach weg. Ja, ja, das ist durchaus ein Problem. Einmal kurz aufs Klo zum Gehen, dann geht man einmal durch die ganze Halle nach vorne und wieder zurück und in der Zeit triffst du tausend Leute und kriegst nicht weiter. Ich habe zwei Meter runter und der Tag war vorbei. Ja. Ehrlich? Ehrlich? Also ist wirklich. Aber ist schön, oder? Ja, super. Das es ist einfach. Es wird jetzt ja noch familiärer, weil man noch mehr Leute kennt und es ist Ich fahre danach. Also ich fahre, ich gehe, ihr fahrt. Dann machen wir das weitere Interview mit noch jemand anderen von eurem Team. Ja. Dann machen wir da weiter, ja. Weil die liebe Marie, ja, die ist da hinten. Aber ich darf sie nicht ablenken, die ist Fokus. Voll im Zoom. Voll im Fokus für ihr neues Tattoo. Also das Varroa-Resistenz 33 von unten, vom kleinen C hier so einmal quer drüber. Ja, ich muss es leider verdecken, weil sie ist oben ohne hier. So bis sie schaut oben. Eigentlich auch nur dann die Augen nur noch bei den Flügeln raus. Ja, ja, das ich muss aufschauen, also ich höre Unmut. Wir sehen uns gleich hinten. Sehr schön. Grüß Gott. Hi Job. Ja. Moin. So. Abonnieren wichtig, Daumen rauf wichtig. So, aber was kosten jetzt diese Kästen? Weil also die macht schon alles Sinn, ne? Aber was ich immer nicht so richtig verstehe, ist, ich brauche doch E-Zagen. Also, sag mal, wenn jetzt so ein Kasten 3 Euro kostet und eine Zage kostet 15, okay, dann kann ich den Unterschied verstehen. Aber wenn so ein Kasten 10er kostet und eine Zage vielleicht 15, dann nehme ich doch eine Zage, da kann ich die ja genauso reintun. Boah, vielleicht und wegstellen, weil, und die kann ich danach benutzen, weil, also wenn ich die Rähmchen habe, müssen die auch irgendwann normalerweise auf die Völker, ne? So richtig habe ich es noch nicht verstanden. Hier ist der Fluglochschieber. Ja, guck mal. 92, ja. Bienen können ungehindert durch, asiatische Hornisse nicht. Boah, macht Sinn, ne? So, dann gucken wir nochmal, ob wir... Vielleicht haben wir ja noch schon. Wir gucken noch einmal durch. Einmal gucken wir noch durch. Wenn nicht, dann nicht. Aber das würde mich ja mal irgendwie interessieren, was sowas kostet. Aber ansonsten, ich nehme Zagen dafür. Ach, so einen hätte ich ja noch mal Interesse, ne? Ah ja. Irgendwie gucken wir uns immer so 1000-Euro-Sachen an in den Streams. Subi. Wie gesagt, Like da lassen für Jupp. Wir gucken uns demnächst nochmal die nächste Folge an. Macht's gut.